Weißt du was? Wir brauchen unbedingt einen Aufzug. Hä? Für was denn ein Aufzug? Na, wir sollen doch herausfinden, wie Jesus in den Himmel kam. Aber doch nicht mit einem Aufzug. Ja, wie denn dann? Ach, Das weiß ich auch nicht. Was meint ihr denn? Wie ist Jesus in den Himmel gekommen? Ich denke, dass Jesus Seele, Flügel gehabt hat und in den Himmel geflogen ist. Gott hat ein goldenes Licht gemacht, dann ist Jesus reingegangen ins goldene Licht und dann ist Jesus hochgeflogen. Gott hat eine Wolkentreppe geschickt und da ist Jesus raufgegangen in den Himmel. Ich glaube, dass Jesus mit einem unsichtbaren Aufzug in den Himmel kam. Der liebe Gott hat seine Hand gereicht und Jesus hat seine Hand auch gereicht und dann hat der liebe Gott Jesus hochgezogen in den Himmel. Ich glaube, dass Jesus aufgestanden ist und da war so eine unsichtbare Tür, dann ist er reingegangen und war oben. Heute beschäftigen wir uns mit der Christi Himmelfahrt. Als erstes werden wir den Ursprung dieses Brauches auf den Grund gehen. Dann haben Tom und Sandra die Himmelfahrt nachgestellt. Mal schauen, was da rauskommt. Und zum Schluss lässt sich Michael von Lisa und Andreas Ebert erklären, was Gott mit der Verkehrszentrale gemeinsam hat. Also viel Spaß! Und wie siehst du denn aus? Was schleppst du da mit dir rum? Immer muss der meckern. Wisst ihr, was der jetzt schon wieder hat? Der Vatertag ist ein sehr alter Brauch. Da haben die Männer immer Schinkentouren gemacht. Schinkentouren? Was ist das schon wieder für... Ich weiß nicht, was ihr jetzt vorhabt, aber ich gehe jetzt. Ich werde einen himmlischen Tag verbringen. Mit oder ohne den da. Aber ich will doch auch mit. Die ist vielleicht beleidigt. Hoffentlich finde ich irgendwas, um sie zu besänftigen. Sonst ist sie wieder den ganzen Tag so stinkig. Ich dachte, wir recherchieren heute über Christi Himmelfahrt. Und dann kommst du mit dem riesen Schinken daher. Es gibt viele Menschen, die gar nicht Christi Himmelfahrt feiern. Nur den Vatertag. Da habe ich ganz vergessen, welche Bedeutung dieser Tag eigentlich hat. Und weißt du's? Nee, du? Nicht wirklich, aber ich weiß, wo wir mehr erfahren können. Gib mir doch ein Stück Schinken, dann sage ich dir. Okay. Wir fahren nach Bamberg in Chiemgau. Was ich weiß, ist Folgendes. Das erste Mal haben die Christen das Christi Himmelfahrtfest anscheinend im Jahre 370 gefeiert. In der Apostelgeschichte heißt es, dass eine Wolke Jesus aufnahm und die Apostel ihn dann nicht mehr sehen konnten. Glaubst du, dass Jesus mit so einer Art Rakete in den Himmel gefahren ist? Glaube ich kaum. In den biblischen Zeiten gab es Esel und Kamele. Das muss eine andere Kraft gewesen sein. Und glaubst du, dass er immer noch da oben ist? Ah, seid ihr unsere Himmelsexperten? Nicht so direkt. Meinen Sie, dass Jesus immer dort oben ist? Wenn wir mit Himmel verstehen, dass der Mensch mit Gott ganz verbunden ist, dann ist Jesus freilich im Himmel. Und so ist Jesus zwar nicht sichtbar und uns trotzdem nahe, so wie die Eltern, der Vater, wenn er auf Dienstfahrt ist. Ja, genau wie mein Vater. Wenn er auf Dienstreise ist, dann reden wir viel mehr über ihn, als wenn er da ist. Da. Ich möchte jetzt bitte endlich mal dieses Heilige Geistloch hier sehen. Also hier in Bamberg hat sich dieser mittelalterliche Brauch, der besonders in der Barockzeit gepflegt worden ist, wo man das Festliche ja wollte, noch erhalten, dass diese Figur hier durch die Kirche oben am Christi Himmelfahrtstag in die Höhe gezogen wird und dann durch die Heilige Geistluke im Dachboden verschwindet, natürlich angekurbelt. Soll ich oder soll ich nicht? Ich soll. Darf ich oben mal kurbeln? Ich glaube, unser Mesner lässt dich oben dann schon mal hinlangen. Ja! Ich bleib aber hier. Ich schau mir die ganze Sache von hier unten an. Der Himmel ist noch weiter oben.
Wieso gibt es eigentlich nur noch in so wenigen Kirchen diesen Brauch? Man hat Angst gehabt, dass die Leute meinen, dass der Himmel, wo Jesus ist, wirklich bloß über den Wolken ist. Dabei ist ja der Himmel eigentlich jetzt schon ein Stück weit da, überall da, wo Menschen sich vertragen, wo sie gut zueinander sind, sagt man auch, die haben schon den Himmel auf Erden. Das sagt meine Tante auch immer, wenn etwas ganz besonders schön ist. Ich habe mal wieder recht gehabt. Wo hast du recht gehabt? Ja, das war doch ein himmlischer Tag. Heute ist ein Tag, an dem es ständig nach oben geht. Schließlich geht es um Christi Himmelfahrt. Alles geschah vor ungefähr 2000 Jahren. Alle Apostel sind versammelt. Oder sagen wir mal lieber, nur einer ist da. Stellvertretend für Petrus, Andreas, Jakobus der Ältere, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus der Jüngere, Thaddäus, Simon, Matthias. Sie sind in der Nähe von Jerusalem am Ölberg und sie sind gar nicht mehr so niedergeschlagen, weil sie ja miterlebt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Was sie außerdem in gute Laune versetzt, ist, dass Jesus ihnen regelmäßig erscheint. Was, du? Warum spielst du denn in Jesus? Na klar, es wird doch mal Zeit, dass Mädchen die Hauptrolle spielen. Und jetzt sei gefälligst hoch erfreut. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Könntest du vielleicht ein bisschen weniger bibeltreu daherreden? Also, ich meine, etwas verständlicher, lässiger. Das, was Jesus sagen wollte, du zwölffacher Apostelvertreter, ist folgendes. Lasst den Kopf nicht hängen. Auch wenn ich jetzt in etwas anderer Form bei euch bin, bin ich trotzdem da. Schließlich reden wir jetzt auch miteinander, fast so wie früher. Außerdem bin ich ja immer noch da. Nur halt anders als früher. 40 Tage lang erschien den Aposteln Jesus immer wieder. Sicherlich erzählte er über das Königreich Gottes. Vielleicht unterhielten sie sich aber auch über die neuesten Ergebnisse der damaligen Sportveranstaltungen. Wer weiß. Aber jetzt hör mir mal zu. Wenn ich den Jesus spiele, dann reden wir nicht über Sportergebnisse, okay? Okay, dann reden wir halt über Freundschaft und das Abschiednehmen. Ja. Und dann? Dann ist Jesus in den Himmel hinaufgefahren. Natürlich durch göttliche Kraft und nicht durch technische, die mich jetzt da hinauffährt. Nachdem sie gesehen hatten, wie Jesus in den Himmel emporgehoben wurde, gingen die Apostel zurück nach Jerusalem. Jesus hatte ihnen nämlich gesagt, ihr werdet nicht wenige Tage nach diesem in Heiligen Geist getauft werden. Also hoffentlich haben die Apostel damals Jesus besser verstanden als ich. Ich habe ihr extra vorher nochmal gesagt, sie sollen nicht so verschlüsselt daherreden. Und jetzt tut sie es am Ende schon wieder. Und ich stehe jetzt hier und habe den Schlamassel. Hey, und außerdem habe ich gesagt, dass ich immer bei euch bin. Auch wenn ich mit meinem Körper nicht da bin. In euren Herzen bin ich trotzdem da. Immer. Nicht zu fassen. Haben die das jetzt schon wieder vergessen, oder wie? Auf dem Weg nach Jerusalem waren die Apostel bestimmt noch etwas verunsichert. So eine Himmelfahrt erlebt man ja auch nicht alle Tage. Nicht da, da, nicht da, da, nicht da, da, nicht da, 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 da. Was meint ihr? Ist Jesus seit diesem Tag für uns da oder nicht da? Ich sag da, denn es ist doch eigentlich so. Wenn auch ich es gar nicht mehr zu sehen bin, kann ich mich trotzdem immer noch spüren. Wetten? Ich bin mir sicher, der Tom steckt hier irgendwo. Ja.
steckst du denn? Wieso? Was heißt wieso? Ich stehe hier vor der Verkehrszentrale München. Wir sind hier mit Andreas verabredet. Andreas? Verkehrszentrale? Andreas Ebert, der Pfarrer. Ja, ich weiß, aber was will der mit uns in der Verkehrszentrale? Der wollte uns doch dort etwas über Gott erzählen. Okay, okay, ich komme. Gott? Verkehrszentrale? Ich kapier gar nichts mehr. Oh nein, jetzt fahre ich auch noch über eine rote Ampel. Ausgerechnet auf dem Weg zur Verkehrszentrale. Das ist mal wieder typisch. Lisa, die Pünktliche. Lisa, die niemals über eine rote Ampel fährt. Hallo. Hallo. Lisa wusste schon alles über die Verkehrszentrale. Und ich musste mir alles anhören. Es ist nicht so, dass hier alle Fernsehprogramme gleichzeitig laufen. Das sind Bilder von Straßen, Tunnel und Plätzen in München. Hier werden die Bilder zusammengefasst und ausgewertet. Wo ist ein Stau? Wo ein Unfall? Autofahrer werden gewarnt und umgelenkt. Stellt euch vor, in der ganzen Stadt sind 100 Kameras verteilt. Okay, soweit schon kapiert. Aber was hat jetzt die Verkehrszentrale mit Gott zu tun? Naja, ist doch klasse und toll, dass es jemanden gibt, der den Überblick hat, Tag und Nacht aufpasst, dass keine Unfälle passieren oder wenn mal was Schlimmes passiert, schnell da ist, dass das Schlimmste verhindert wird. Und so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen, ist Gott, der hat den Überblick, der sieht alles. Ehrlich gesagt, ich habe vorher Mist gebaut. Ich bin über eine rote Ampel gefahren. Hat Gott mir dabei zugeschaut? Ja, gesehen hat er das schon. Wie hier auch die Polizeizentrale hat es vielleicht auch gesehen. Aber er guckt nicht runter, um jetzt sozusagen dir einen Strafzettel zu schicken oder um dich abzuwatschen oder um irgendwie einen Blitz zu schicken vom Himmel, sondern er schaut runter, weil er auf dich aufpassen will und weil er vielleicht, selbst wenn du einen Fehler machst, noch verhindern will, dass der Fehler ganz schlimme Folgen hat. Wenn ich über eine rote Ampel fahre, warum greift Gott da nicht ein? Weil du keine Marionette bist. Wie soll er denn eingreifen? Also wenn er natürlich, wenn du so Fäden hättest, dann würde er plötzlich ziehen und dann würdest du stehen bleiben mit deinem Fahrrad und dann ging es nicht weiter. Oder er würde dir wieder einen Kick geben und du würdest dich bewegen. Du wärst ja ein Spielzeug, du bist aber ein freier Mensch. Und Gott greift nicht so ein, dass er an deinen Fäden zieht, sondern er sagt uns, was gut und böse ist und wie wir leben sollen. Also hier, zum Beispiel der Verkehr funktioniert ja nur, weil es Ampeln gibt, weil es Verkehrsschilder gibt, weil es Regeln gibt und die lernt man in der Fahrschule. Und wenn alle sich an die Regeln halten, dann passieren auch ziemlich wenig Unfälle. Und so hat Gott uns auch Regeln gegeben. Wie funktioniert denn das genau? Wie sagt mir Gott, was richtig und was falsch war? Ja, du kennst ja die 10 Gebote vielleicht. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie Gott zu uns redet und uns Hilfestellungen gibt. Ja? Hilfreiche Regeln fürs Leben. Aber ich glaube, das kennst du auch, wenn du mal ganz still bist und nachdenkst und in dich reinhorchst, in dein Herz, dann spürst du ziemlich genau, was Gott will, was die Stimme Gottes ist, was gut ist, was richtig ist und das, was nicht so toll ist. Und das hat jeder Mensch in sich, das nennt man Gewissen. An der Stelle ging es mir wieder besser. Meine Saulaune war weg. Sogar Lisa fand ich wieder nett. Und ich werde auch nie mehr über eine rote Ampel fahren. Ich lasse Lisa einfach warten, auch wenn ich es eilig habe. Es sei denn, ich habe es super eilig. Ah. Auch für das nächste Mal wäre ein Aufzug nicht schlecht. Ich lasse einfach nicht locker. Oh, wieso denn jetzt schon wieder? Weil es das nächste Mal heißt, hoch hinaus. Stimmt. So, das war's. Also, mein Wunsch und wohl unser aller Wunsch ist, dass die Menschen sich besser verstehen, auch die Religionen, und dass damit mehr Friede auf Erden ist und schon mehr Himmel auf Erden.